Moin, moin Leute und herzlich willkommen zu einer nicht neuen Folge, sondern ersten Folge Car Mechanic Simulator 2018. Ich bin der Patrick Nyx und werde euch heute mal so ein bisschen in dieses Spiel reinführen. Car Mechanic Simulator, eine Autoreparatur-Simulation. Ich habe das Spiel schon ein bisschen gespielt und weiß aber im Grunde noch gar nicht, was genau so auf uns zukommen wird. Im Workshop habe ich mir im Steam Workshop einige DLC-Inhalte runtergeladen, neue Autos, alles Mögliche, damit wir es ein bisschen spannender haben. Aber wir werden jetzt mal gucken und werden ein neues Spiel machen. Und ich glaube, ich persönlich brauche kein Tutorial, also normaler Modus ohne Tutorial. Let's go! So, das lädt jetzt erstmal ein bisschen, das ist normal. Es hat gerade eben, glaube ich, ein paar Minuten geladen, bevor es anging. Ich habe schon mal eine Aufnahme gemacht. Oh, okay, schon bei 100%. Es hat schon mal eine Aufnahme gemacht, oder ich habe schon mal eine Aufnahme gemacht. Die ist jedoch nichts geworden, weil irgendwie Soundspur nicht aufgenommen wurde. So. Warum auch immer. Keine Ahnung. Alles klar. So, hier ist der Werkzeugkasten. Ich bin Stufe 0, sieht man da oben. 300 XP fehlen mir zur nächsten Stufe. Ich bin Stufe 1. 2 Anrufe habe ich. Und so ein bisschen werde ich jetzt meinen Auftrag annehmen. Nehmen wir doch einfach mal den hier. Bremseinrichtung muss repariert werden. Okay, Auftrag annehmen. Was haben wir denn hier? Uiuiuiui. Ja, eine gewagte Farbe und das komische Lackierungs-Folierungsding, was da vorne drauf ist, ist sehr gewöhnungsbedürftig. Wollen wir den mal auf die Hebebühne stellen und gucken, wo das Problem liegt bei diesem Fahrzeug. Am Anfang kriegen wir gesagt, was kaputt ist. Entschuldigung. Fahrzeuginfo. Bremsscheibe, Bremssattel, ABS-Steuergerät. Das ABS-Steuergerät befindet sich im Motorraum, das ist hier. Das werden wir jetzt rausnehmen als erstes. Das ABS-Steuergerät. Achso, wir müssen ja jetzt hier einen Computer geben und das neue Teil bestellen. ABS. Hallo. ABS. Der Gerät $700. Okay. Etage machen wir davon direkt mit. Haben wir schon mal im Motorraum alles Wichtige gemacht. Wollen wir noch mal nach Fahrzeuginfo gucken. Bremssattel, Bremssattel Typ A und Bremsscheibe. Die wollen wir nach oben. Wir wollen ja neue Bremssattel haben. Bremssattel Typ A, 2 Stück und eine Bremsscheibe. Wollen wir noch mal gucken. Mal den Reifen abnehmen. Also hier ist der Bremssattel meines Erachtens noch in Ordnung, auch wenn es so ein bisschen angerostet ausschaut, aber hier ist er noch in Ordnung. Die Bremsscheibe jedoch auch okay. Dann wird wahrscheinlich der Fehler komplett auf der Seite liegen. Ja, da siehst du schon, der Bremssattel hier nicht mehr ganz so gut. Hier komplett verrostet und dreckig und korrodiert. Nehmen wir ab. 7% hat er nur noch. Und die Bremsscheibe innen belüftet. Okay. Bremsscheibe innen belüftet, das bedeutet, dass vorne die Bremsen gut sind.
die Scheiben zumindest. Und hinten das Problemlicht. Wollen wir mal schauen. Was haben wir? Da gucken wir gleich nach. Scheibe innen belüftet. Die sieht zwar nicht mehr gut aus, aber scheinbar reicht sie dem Kunden noch. Muss nicht repariert werden, aber der Bremssattel muss repariert werden. Und ziehen wir mal wieder den Reifen mit der Felge auf. So, jetzt wollen wir uns um hinten kümmern. Hier ist irgendwo die Bremsscheibe kaputt. Das sieht hier danach aus. So. Auch der Bremssattel sieht nicht gut aus. Und die Bremsscheibe. Tage, die Bremsscheibe. Bremsbeläge und Bremssattel. Es könnte zwar sein, dass vorne noch ein guter war, wo ich jetzt einen neuen drauf gesetzt habe, aber dann setze ich einfach den hier wieder hinten ein. Weil. Fahrzeuginfo. Insgesamt braucht das Fahrzeug. Prozent? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ist das alles repariert? Das sieht man hier. Und was steht hier? Erlaubter Ersatzteilzustand 64%. Das ist alles erreicht. 1352 kriegen wir. Auftrag beenden. Alles, was ich machen sollte, ist erledigt. Gucken wir mal beim nächsten Auftrag. Der Emden-Lotz. Blau hinterlegt. Okay. Vor anderthalb Jahren habe ich meinem Sohn dieses Fahrzeug gekauft. Leider hat er sich nur um das Tanken gekümmert, sonst nichts. Bitte einmal eine Durchsicht machen, den Ölstand und natürlich auch die Reifen überprüfen. Wenn der Wagen fertig ist, kann mein Sohn ihn dann wieder abholen. Klar. Gehen wir hin. Lotz. So sieht der gute Wagen aus. Gewöhnungsbedürftige Farbe. Hat ein bisschen was von einem Golf 7 von hinten. Wollen wir den mal auf die Hebebühne bringen. Muss ich jetzt selber rausfinden, was kaputt ist in dem Fahrzeug? Luftfilter und Kraftstofffilter. Luftfilter und Kraftstofffilter. Da ist der Kraftstofffilter. Luftfilter sitzt wahrscheinlich hier drunter, nehme ich jetzt mal an. So, nehmen wir mal die Zündspulen raus. Quatsch, ich bin dumm, dass ich blöd bin. Ah, ich mache wieder die Zylinderkopfhaube drauf. Und gar nicht, dass ich hier dran musste, weil der Luftfilter findet sich ganz einfach hier drunter, weil das ist der Luftfilterdeckel. Hier machen. Montage. Nochmal entfernen. Der Luftfilter. Okay. Auch Luftfilter und Kraftstofffilter. Gebe ich einfach nochmal Filter ein. Ups.
Kraftstofffilter, $30 und Luftfilter $11. Das kann ich wieder einsetzen. Luftfilter, 9. Und den Deckel kann ich auch draufsetzen, sehr gut. So, und hier haben wir noch den Kraftstofffilter, den setze ich auch mal neu ein, so, perfekt. Dann sind wir hier im Motorraum fertig, dann jage ich den noch ein bisschen höher. Jetzt hat er ja gesagt, gibt's Reifen All Weather. Dann muss ich auf jeden Fall schon mal die Reifen, alle vier Räder abnehmen, weil die müssen neu. Entschuldigt bitte die kurze Störung. Ich hatte gerade Besuch. Wollte ich jetzt nicht unbedingt aufnehmen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Reifen abziehen, sag ich schon. Reifen abziehen. So, wollen wir nochmal gucken. Wir brauchen ja vier neue Reifen. All Weather. Auch hier wieder abziehen. Und dann sind jetzt alle ab. So. Ach Quatsch. Ach, das kann ich ja noch gar nicht. So, jetzt muss ich erstmal wieder nach da vorne am PC rennen. Damit ich Reifen kaufen kann. Reifen All Weather. Ich muss jetzt nochmal genauer nachgucken, wie groß die sind. 5, 55, 16. Gut. Gehen wir neu. Das dauert jetzt immer eine Weile. So aufziehen und auswuchten. Aber sind, glaube ich, gleich fertig mit dem kompletten Fahrzeug. Dann haben wir zwei Fahrzeuge auf jeden Fall hier schon geschafft. Ich meine, ich persönlich hätte die Felgen so wie die aussehen nicht drauf gelassen, aber ist die Entscheidung des Besitzers, würde ich einfach mal so behaupten. Das ist nicht mein Problem. Also von daher, alles ist gut. Hier ist es nicht mal. Guckt euch doch mal an, wie die Felgen hier aussehen. Dreckig und eklig und schmierig und bleh. So. Weitere draufziehen kann ich nicht, genau. Dann muss ich jetzt nur noch ein bisschen was auswuchten. Habe ich nichts mehr. Gut.
gut, dann kann ich ja hier schon mal im Prinzip das aufziehen. Perfekt. Meinen Reifen dran und passt das. Müssen wir uns gerade oder gleich in der Ausrüstungsstelle abholen, der jetzt gerade erst fertig geworden ist, während wir schon hier drauf gezogen haben. Und dann würde ich einfach mal behaupten, wenn wir das hier drauf gezogen haben, sind wir komplett fertig mit dem Fahrzeug. Sieht gut aus. Außer Ölwechsel. Ölwechsel müssen wir noch. Das machen wir schnell. Achso. Okay, ne. Nochmal hochfahren. Erste Hebebühne, lassen wir das alte Öl mal raus. Wegstellen. So, das alte Öl ist raus. Öl nachgefüllt hier, da Deckel. Und gucken wir mal. So, ja, es muss genügen. Zack. Alles erledigt. Ja, überall einen grünen Haken dahinter. 2351 kriegen wir. Tag beenden. So. Ich würde sagen, das war's auch mit der ersten Folge vom Car Mechanics Simulator 2018. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, liked das Video gerne. Schreibt was in die Kommentare. Verbesserungsvorschläge, was euch gut gefallen hat, wie auch immer. Und wenn's euch ganz gut gefällt und ihr gerne mehr sehen wollt, dann lasst ein Abo da. Das würde mich sehr freuen persönlich. Also würde ich einfach mal so sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao.